Round the Globe nähert sich ihrem Ende. Die Segler sind nun schon fast 60 Tage allein auf hoher See. Es sind unglaubliche körperliche Anstrengungen, die sie auf dieser Regatta erleben und erleiden müssen. Aber wie geht es eigentlich dem Boot? Diesmal haben wir Boris Herrmann gefragt, was ist denn eigentlich kaputt gegangen? Und wie kann man Reparaturen allein auf See durchführen? Viele Boote werden auf der Reise beschädigt und eins ist sogar schon gesunken. Wie kommt es zu diesen Schäden und was ist bei dir bereits kaputt gegangen? Liebe Elbstation, danke für eure Fragen. Ich will die mal versuchen hier zu beantworten. Also natürlich geht hier mal was kaputt bei so einer Regatta. Das ist ein Marathon und ein extremer Test für Technik. Es gibt eigentlich kaum so extreme Tests. Also die Strecke, die ich jetzt noch zu segeln habe, entspricht etwa der Jahresfahrleistung eines Autos. Das ist schon unglaublich und wir haben ja keine Inspektion zwischendurch, keine Hebebühne etc. Bei mir ist zum Glück nicht viel kaputt gegangen. Eine Schraube am Motor, eine Halterung meiner Hydrogeneratoren am Heck, eine Segellatte ist gebrochen, das war eine größere Aktion und eine Focke, da ist sie ein bisschen eingerissen an einem Vorsegel. Alles Dinge, die ich bisher reparieren konnte. Toi, toi, toi. Wie kann man sich vor solchen Schäden schützen? Ist es hauptsächlich Glück bzw. Pech? Ja, der beste Weg, um Schäden zu vermeiden, ist, das Boot gut vorzubereiten. Deswegen haben wir 4 Jahre daran gearbeitet, an der Vorbereitung. Und die Möglichkeiten haben die Leute natürlich nicht mit den neuen Schiffen, die erst kurz vorher fertig geworden sind. Deswegen haben die da auch mehr Schäden gehabt. Was musstest du bereits reparieren? Und was machst du, wenn dein Boot ein Leck hat? Bist du technisch begabt oder fallen dir solche Reparaturen schwer? Ich würde sagen, technisch bin ich durchschnittlich begabt. Ich habe eigentlich immer schon recht viel an Booten geschraubt. Mechanische Sachen fallen mir leichter als Komposit-Sachen. Komposit bedeutet, mit Klebstoff zu arbeiten, mit Carbon zu laminieren. Das ist nicht so meins. Aber ich habe mein Team im Hintergrund. Wenn ich Anleitung, Hilfestellung brauche, dann sagen die mir genau, wie ich sowas machen soll. Ein Leck, dafür habe ich spezielle Vorrichtungen. Ich habe wasserdichte Schotten, große Pumpen, verschiedene Materialien, um Leck möglicherweise wieder zu dichten, zum Beispiel flexible große Kohlefaser- und Kevlar-Platten, die ich mit speziellen Schrauben durch den Rumpf festschrauben könnte und mit Klebstoff natürlich. Unterwasserklebstoff habe ich etc. etc. Eine ganze Menge Ausrüstung, insgesamt 130 Kilo Ausrüstung, um Schäden zu beheben.